habe kein Geld, okay? Die machen alle Sport. Außer ich. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich glaube, man sieht, dass ich gerade aufgestanden bin. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich drehe heute mal wieder so einen Vormittags-Mittags-Vlog. Los geht's. Ich bin immer noch so müde, aber egal. Okay Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal ins Bad, weil ich habe gestern mir so ein Ding so auf meine... Ich habe mir gestern sowas auf meine Pickel gemacht und ja, das muss ich jetzt abwaschen. Also ich sage, ich putze mir schnell Zähne und wasche mich und dann sehen wir uns gleich an meinem Schminktisch wieder. So Leute, ich habe mich jetzt auch noch umgezogen. Ich habe einfach so eine ganz High-Waist-Jeans von Zara und den Hoodie hier von Subbeauty. Und jetzt machen wir erstmal meine Haare auf. Ich hoffe, die sind schön geworden, aber ich habe halt viel zu weit oben aufgehört zu flechten. Das heißt, ich werde hier dann einfach wieder so Haare so richtig straight haben. Aber egal. Oh Gott. Ja, es geht. Es sieht so komisch gerade noch aus, aber das wird noch. Trust me, guys. Okay, warte mal, wir schicken einfach so aus. Ja, da kommen wir der Sache doch schon näher. Und jetzt kämmen wir die hier. Das mache ich immer, um da so ein bisschen so Übergang so reinzumachen. So, hier noch so ein bisschen aus. Jetzt einfach auf so einen Tangle-Teaser oder auf eine andere Bürste halt so ein bisschen Haarspray und dann einfach hier so drüber gehen, dass die Babyhaare nach unten gehen. Leute, wir machen jetzt aber erstmal Skincare. Ja, ich benutze immer von, keine Ahnung, diese No-Marke, irgendwie No-Make-up oder so, No-Cosmetics. Nee, das, ach, keine Ahnung. Ich benutze auf jeden Fall immer das hier. Ja, das ist so ein Feuchtigkeitsding. Das ist jetzt auf TikTok einfach voll im Trend gewesen, also diese kleine Packung davon. Und ich hatte es einfach schon davor so voll lang so dann, also so, ich hatte es schon so bevor es ein Trend war, so ist dir. Und ja, ist richtig, richtig cool. Ich finde es aber wirklich gut, weil, also wenn ihr trockene Haut habt, Leute, ihr braucht das, das ist so gut. Auf jeden Fall, ich drehe dieses Video hier gerade am 30. Dezember, also einfach morgen ist Silvester und das ist voll krass, also übermorgen so, ihr wisst schon, ich meine so morgen und übermorgen und das finde ich voll krass, weil einfach das Jahr ist voll schnell vergangen so. Ja, ich benutze auf jeden Fall von The Ordinary diese Creme hier. Ja, oh Gott, ist die kalt. Ah, seit wann ist die kalt? Ja, auf jeden Fall, ich finde es voll krass, weil das Jahr irgendwie voll schnell vergangen und ich habe gar nicht so viel gemacht so. Aber irgendwie auch schon. So eine Sonnencreme von meiner Mutter. Ja, wir haben Winter, aber Leute, Sonnencreme ist wichtig. Kommen wir jetzt zum Schminken. Ich glaube aber, ich mache das sogar wieder einen Schnelldurchlauf, weil einfach jeder von euch weiß, gefühlt, wie ich mich schminke. Aber egal, ich tue einfach hier ein bisschen Zieler hin, so auf meine Pickel. Und hier. Und jetzt alles verblenden mit einem nassen Beauty Sponge.
So Leute, ich bin jetzt fertig. Meine Wimpern sind heute absolut nichts geworden. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die sind... Ach, keine Ahnung. Irgendwas ist mit denen. Ja, aber wir tun jetzt ein bisschen Body Spray drauf. Mango Temptation. Das hier. Oh Gott, das ist immer so kalt. Das ist voll schlimm. Auch ich erstmal 50 Tonnen drauf. Das war's eigentlich. Oh mein Gott, für dieses Outfit brauchen wir noch einen Feinschliff, Leute. Period. Ja, Mann, so können wir doch rausgehen, oder? Aber jetzt, Leute, jetzt gehen wir gar nicht raus, weil jetzt frühstücken wir erstmal, weil ich habe Hunger und ich mache mich gerade seit instant einer halben Stunde fertig, deswegen, ich brauche jetzt Essen. Die Leute, gehen wir runter. Ich weiß halt noch gar nicht, was ich frühstücken soll, weil... Ich weiß nicht, auf was ich Appetit habe, aber ich habe Hunger. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Leute. Oh Gott. Ich habe keinen Bock auf Toast. Okay. Let me see what is in the Kühlschrank. Das Ding ist, wir haben Joghurt. Aber ich habe auch nicht so darauf Bock. Oh mein Gott, Leute. Auf was habe ich Lust? Mann, wir haben nichts, was uns anspricht. Leute, wir essen Toast. Ich habe mich entschieden. Toast ist toll, wir essen Toast. So Leute, ich habe gegessen und eigentlich habe ich da noch voll viel geredet. Aber wow, ich habe vergessen, auf die Kamera, also auf den Anknopf zu drücken. Und naja, was ich sagen wollte, ist, dass ich heute noch, also mit meiner Mutter zu Saturn fahre, weil ich so Kopfhörer, ja, halt nicht so AirPods, also ich habe meine AirPods verloren, so, aber egal. Ich finde nicht solche so Over-Ear-Kopfhörer, die halt hier so Buckendings haben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann fahren wir zu Saturn, aber meine Mutter, keine Ahnung, die macht irgendwo Sport, so. Und ist in der Nähe von Saturn. Jetzt muss ich da mitgehen und dann da sitzen bleiben. Und Leute, ich habe absolut keinen Bock, 1,5 Stunden da zu sitzen. Und zu warten, bis meine Mutter mit Sport fertig ist. Und jetzt, oh Leute, keine Ahnung, aber ich bin voll obsessed damit. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber mein Geschenke-Video. Und da habe ich ja diese einen nicht so schönen Ohren-Dings das bekommen. Und da haben wir jetzt neue bestellt. Und zwar, das sind die von Subdued. Und ich finde die halt so viel schöner und die fühlen sich auch hochwertiger an. Und ich finde, die sitzen auch viel schöner. So, euch lieb's. Okay, Leute, wie geht's los? Und. Ja. 20 Minuten später. Ich sitze hier. Die machen alle Sport. Außer ich. Leute, wir sind jetzt bei Saturn. Machen wir was Sport machen. Wir haben jetzt, zeig mir was. Kaufe ich jetzt AirPods? Aua. Weil ich habe meine verloren. Und eine Schutzfolie für mein Handy. So Leute, ich habe jetzt nur eine Schutzfolie drauf machen lassen. Das war auch nicht so gut irgendwie. Also da sind voll viele Fusseln noch drunter, aber naja. Jeder auf jeden Fall, die AirPods konnten wir auch nicht kaufen, weil die waren doch ausverkauft irgendwie, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die jetzt bestellt. Die sollten morgen kommen. Wenn nicht, dann bin ich sauer. Dann bin ich morgen die ganze Zeit schlecht gelaunt, Mutter. Ich bin ja eh nicht da. Aber China. auf jeden Fall, ja, wenn die nicht kommen, dann bin ich sehr mad. Aber ja, wir gucken jetzt auf jeden Fall noch bei irgendeinem Geschäft. Mama, Hunde müssen draußen bleiben, darf ich nicht mitkommen. Wie witzig. Und wir stecken in dieser Tür. Da war kein Witz. Tschüss. Okay. Auf jeden Fall gucken wir jetzt noch bei irgendeinem Möbel. Ich habe da einen Schminktisch, weil Mama ist jedes Mal halt am Zusammenkrachen. Wer meine Schminktisch-Dings kennt,
You know. Eine Stunde später. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe gerade was gegessen, weil es ja war okay. Auf jeden Fall, oh Gott, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich jetzt die AirPods bestellt und die kommen morgen. Und ich bin gerade überlegen, ob ich vielleicht dann einfach morgen weiterfilme und ein bisschen noch den Tag mit Gina mitfilme. Und ja, weil ich mache heute nichts Großartiges, sondern das wäre dann auch ein bisschen länger und cooler für euch. Deswegen werde ich ab morgen mitfilmen und ich hoffe so sehr, dass die AirPods morgen ankommen. Eigentlich wollte ich Kopfhörer. Ich wollte die von... Boah, ich kann es nicht aussprechen, aber ich bin am überlegen zwischen denen... Warte, ich zeige euch Bilder. Zwischen denen so von... JBL, so, die da, wartet, die hier so, Ahnung, das sind die Hunde, weil dann, ey, ich kann da auch so sowas hinkleben, so, ne, sieht man jetzt nicht so, die sind schon cool, oder halt, die hier von Marshall oder so, weil die sind halt so ästhetischer, so, die sehen schon cool aus. Aber die von JBL, wenn man die hier so nur im Hals hat, sind halt hier so noch auseinander. Und die von Marsha oder so, die sind zusammen. Und ja, jetzt weiß ich es nicht, aber ihr könnt mir gerne auf Insta schreiben irgendwie, ob ihr die habt und ob ihr wisst, welche gut sind. Und schreibt mir bitte Empfehlungen für Kopfhörer. Ja, wie gesagt, wäre cool, wenn ihr mir ein paar Ideen schickt. Oder wenn ihr wisst, welche gut sind, weil ich brauche echt welche. Was heißt, ich brauche? Ich will welche. Ich habe mir zwar jetzt AirPods bestellt, aber trotzdem, ich finde solche Over-Ears cooler. Und die von Apple kosten halt 600 Euro. Und ich habe kein Geld, okay. Und deswegen, ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ja. Bis morgen, guys. Am nächsten Tag. So Leute, ich bin jetzt endlich fertig und es sah in der Zeitraffer so krass lang kurz aus, aber das hat so lange gerade gedauert. Ja, es ist nicht perfekt, aber ich finde es eigentlich ganz süß geworden. So. Und jetzt machen wir das Unboxing meiner AirPods und wir machen es so zusammen. Wir machen es jetzt so, wisst ihr, so. Jetzt machen wir so ASMR-Vibes. Wenn die Kamera nicht umfallen würde. Scheiße. Oh, das ist toll. Toll. Später. So, Leute. Gina ist jetzt da. Hallo. Ja, auf jeden Fall ist jetzt kurz noch zwei, weil du kamst viel zu spät mal wieder. Es ist 2:30. Wollen wir Duftkerzen machen? Mitternacht.
Leute, wir, naja, keine Ahnung, Gina chillt gerade irgendwie in meinem Bett. Ja. Auf meiner Seite, auf meinem Kissen mit ihren Straßenklamotten, sie weiß genau, wie sehr ich es hasse. Aber ja, auf jeden Fall, das Licht. Und ja, ich würde eigentlich sagen, dass wir hier an dieser Stelle dieses Video... Ja, wir Video, machen uns jetzt Essen. ...dieses Video beenden. Und ja, guten Rutsch, Freunde, sagt man doch so schnell. Ja, sag mal. Und ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und drückt die Glocke. Und like das Video. Und abonniert mich. Los, nee. Adios, amigos.